Hallo und herzlich willkommen zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Wir sind auf dem Weg nach Kowloon, Ebene 2, um den Deal der Steam Hackers mit Mephisto zu stoppen. Die Steam Hackers haben uns gesagt, dass der Deal da stattfindet und wir sind auf dem Weg, um herauszufinden, wer Mephisto wirklich ist. Ich habe mein letztes Stück Adventskalender-Schokolade gegessen, kurz bevor die Aufnahme anfing. Deswegen habe ich jetzt unheimlich viel Speichelproduktion und kann nicht reden. Und das war eine sehr doofe Idee. Man sollte nicht direkt vor der Aufnahme etwas in den Mund stecken. Vor allem, wenn man nichts zu trinken da hat. Das ist eine schlecht vorbereitete Aufnahme. Mauerspalt, du kannst Firewalls eliminieren. Sag bloß. Ist ja verrückt. Was alles möglich ist. Technik von heutzutage. Ah. Da sitzt wieder einer gemütlich vor. Du benötigst 4 Digimon auf dem Niveau Rookie oder besser, um einen Wall auf Level 2 oder höher zu deaktivieren. Mehr über Hacking erfährst du im Spielermenü. Drücke den X-Knopf, um es aufzurufen. Das ist sehr wichtig, ich sag's immer wieder. Wenn du nicht weiter weißt, wie man hackt. Wenn du nicht mehr weißt, wie man hackt, dann schau im Spielermenü nach. Ja, ist okay. Wir gehen mal kurz ins Digilab, gucken mal, wie es auf der Farm aussieht. Und ob jemand digitieren kann oder so. Wie sieht's hier aus? Ihr ermittelt noch eine Weile. Ihr seid auch nur zu zweit, ne? Ja, hier, komm. Ist mal was, Junge. Muss noch groß und stark werden. Weitermachen. Können wir euch ein bisschen Unterstützung auf die Farm schicken zum Ermitteln vielleicht. Tarnemon! Puff! Und Zumemon! Puff! So, geht ihr doch mal beide auf die Insel und helft mal beim Ermitteln bitte. Oh, die sind auch schon Level 12. Krass. Habt ihr ein Höchstlevel 13, dann sollte ich euch digitieren. Motimon digitiert zu Solamon. Wenigstens ist unser Digidex noch aufgedeckt. Und Zunomon digitiert zu Gabumon Schwarz, weil er cool ist. Nice. So, wie sieht es in unserem Team aus? 19 von 22, von 27, von 27, von 36. Ich glaube, dann würde ich Kopex gerne auch langsam schon digitieren. Wir brauchen Virus weiterhin, das heißt, es kann nur Growlmon oder Greymon blau werden. Nehmen wir erstmal Greymon. Kopex digitiert zu. Greymon blau. Der Gruppenspeicher wurde überschritten. Oh shit, deswegen wollte ich das nicht machen. Ich erinnere mich. Geh mal kurz in die Bank. Habe ich eine Speichererweiterung schon? Wenn nicht, dann war das gerade ziemlich doof, dass ich das gemacht habe, oder? Ich habe noch keine Speichererweiterung. Scheißendreck. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Haben wir letztes Mal in der Folge noch drüber geredet, also in der vorletzten. Ja gut, Kopex. Das war ein netter Ausflug in die Welt von Greymon. Macht das Sinn, dass ich dich zu was anderem so lange mache? Als Gilmon? Du kannst ein Agumon werden. Dann passt du auch wieder ins Team und dann ist alles tutti futti. Ja, das war mein Fehler, ich habe nicht aufgepasst. Bleiben erstmal so, bis wir ein paar Level drin haben. Warum geht die Framerate so runter?
Digimon mit hoher Geschwindigkeit sind gut, weil sie sich nach Kampfbeginn schnell bewegen können, aber viele von ihnen bieten nur schwache Angriffswerte. Stark, klug und cool. Kowloon gehört uns Hackern. Digimon redet nicht mit mir. Schade. Machen wir uns halt unser eigenes bald. Es fühlt sich immer noch nach Tutorial an, weil wir hier begleitet werden. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat man in dem Spiel ziemlich oft einen Begleiter. Aber dass wir auch noch keine Speicherweiterung haben, zeigt auch, dass wir noch nicht sehr weit sind. Wir haben noch nicht offiziell den ersten Boss besiegt. Wir brauchen gar nicht spielen. Spielt sich von alleine. Beim Digimon-Kampf ist die Affinität zwischen Spezies und Attribut sehr wichtig. Aber man kann nur wenige mitnehmen und muss sie gut auswählen. True. Wer hat dir erlaubt herzukommen? Hey, hörst du mir überhaupt zu? Ein Dinosaurist? Das ist ja eine geile Gruppe. Der hat nur Dino-Digimon. Der würde nur Dino-Digimon haben, wenn sie digitiert würden. Das Gefühl, wir sind jetzt schon viel zu hoch im Level. Scan-Daten. Statusleiden sind schlimm, vor allem Verwirrung. Deshalb braucht man Ausrüstung, die gegen sie resistent macht oder sie negiert. True. Und man muss Medaillen einsammeln. Dum, 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 dum. So. Das ist immer dieser Overkill, ne? Schon ein bisschen heftig. Oh, da liegt wieder ein Herr Navid. Quizzeit. Welches der folgenden trägt keinen Speer? Piximon, Sistermon Blanc oder Skalmon Satan? Oder Skalsatamon? Piximon hat einen Speer. Sistermon Blanc. Die hat auf jeden Fall einen Stab. Das ist so ein Zepter oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Speer ist. Skalsatamon hat, glaube ich, einen Speer. Da müsste es Sistermon sein. Jo, du. Aufstehen. Debug-Log. Fehler, 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 Fehler. Objektausgabe. Hackerinnerung Nummer 3 und 3 Multiheilung. Da ist noch ein Dinosaurist. Was mit dem aufnehmen können, ich weiß ja nicht, Leute. Ah. Das Arme. Es hat überlebt. Das hätte ich nicht gedacht. Du hast das alle angreift? Natürlich noch nicht. You are dead. なんとかなったね. Called it. Right.
Da geht's, let's go. Hier gibt's ein paar Sachen zu sammeln anscheinend. Hau ab hier, mit uns legt sich niemand ungestraft an. Oh, der erste, der wirklich einen Dinosaurier hat. Boss, ihr habt bestimmt einen Greymon. Das würde mich wundern, wenn nicht. Und... ja, das da. Das hat weniger gemacht, als ich dachte. Bam-bada-bam. So, was gibt's denn hier? Warum haben wir hier den Weg frei gekämpft? Gibt's hier was Schönes? Das Layout der Map kennen wir natürlich noch aus dem ersten Teil. Aber warum ruckelt das so, verdammte Axt? Das hat doch auf PS4 nicht so geruckelt. Das hat doch im ersten Teil hier nicht so geruckelt. Ja? Nicht, soweit ich mich erinnere. Du bist also Mephisto, stimmt das? Und wen habe ich vor mir? Ich erinnere mich an keine neuen Termine. Du hattest einen, bloß mit jemand anderem. Bah, wenn meine Kundendaten bekannt geworden sind, muss ich mir wohl meine Zulieferer besser aussuchen. Dazu wirst du keine Gelegenheit haben. Wir wissen, dass du einzelne Hacker dazu anstiftest, Eden-Konten zu klauen. Wir sind hier, um dich im Auftrag Saxons zu bestrafen. Saxon? Ach ja, dieser Haufen mit diesem ahnungslosen Bengel als Anführer. Wie unpässlich, ich bin schließlich gerade mitten in einem Auftrag. Ich habe keine Zeit, mit euch Räuber und Gendarm zu spielen. Kontenhandel ist recht lukrativ. Hacker besorgen mir haufenweise Konten für einen Apfel und ein Ei. Und genug Leute kaufen sie mir für teures Geld ab. Mit euch zu spielen bringt mir hingegen kein Geld, also werde ich meine kostbare Zeit nicht mit euch Knallköpfen vergeuden. Ihr habt kein Recht, euch in meine Geschäfte einzumischen. Du redest zu viel. Gib jetzt die gestohlenen Accountdaten her. Hoppla, bei Geschäften in Kowloon passiert so etwas nie. Wenn ihr uns unterschätzt, wird es euch leid tun. Das ist kein Greymon. Aber er ist ja auch kein Dinosaurist, ne? Du betäubst ihn mal, weil du bist eh nicht effektiv gegen ihn. Und daneben. Auch okay. Wir wechseln mal dich gegen den, weil der ist nicht so anfällig für die Angriffe. Hätte ihn eh nicht getroffen, okay. Tackle. Du benutzt mal Napalmwolke. Und du noch mal den Stromschlag. Kannst du uns nicht wirklich was anhaben, kann das sein? Oder wirkt das nur so auf mich gerade?
Schlag! Geht doch. Speicher ab, das war unser erster Boss. Nein, das kann nicht sein. Wir konnten ein paar Grünschnäbel nur. Jetzt her mit den Konten. Ja, denkt doch nicht etwa, dass ich meine kostbare Ware, meine Konten, einfach hergebe, ohne zu... Kon. Denn. Kon. Was zum... Konten. Der Schweinehund. Er hat die Accounts weggeschafft und sich davon gemacht. Moment, ihm können wir später nachlaufen. Die Accounts sind das Wichtigste. Aber hat er die nicht mitgenommen? Wir haben so ziemlich alle, aber das sind weniger als von Saxon angegeben. Und den Rest muss er noch haben. Außerdem macht mir sein Verhalten Sorgen. Gehen wir. Chitose, Mephisto-san ist davon gelaufen. Ja, ich habe alles gesehen. Die Kleine spürt ihn gerade auf. Mephisto ist wohl tiefer hineingegangen. Hier gibt es keine Auslaufbereiche, also ist das eine gute Gelegenheit. Dann haben wir keine Zeit zu verschwenden. Ihm nach. Let's go. Huch. Schade, die Antwort ist Skulsatamon. Er trägt einen Stab. Du mich auch. Ein alter Mann hat mich vor dem K-Café angesprochen. Wollte Digimon-Medaillen. Du verdienst vielleicht etwas daran, wenn jemand zu einem guten Preis kauft. Außerdem möchte der die doch so gern für seine Sammlung haben. Hier ruckelt es wieder weniger, ich verstehe das nicht. Auf dem anderen Bildschirm ist auch nicht mehr los. I don't get it. Wenn ihr es versteht, schreibt mal in die Kommentare, woran das liegt. Overkill. Können wir auch. Ich hätte aber wieder gerne meinen Typensplit im Team. Bevor wir wieder gegen andere Trainer antreten, ist mir das ganz recht. Dude. Das ist okay, dass wir nur normal angreifen. Das reicht locker aus. Dadurch, dass wir anfangen durften. Überhaupt keine Gefahr. Wiederbelebungskapsel. Also, was gibt's hier Schönes? Verteidigungszusatz E. Könnten wir euch mal ausrüsten, oder? Ihr tragt gar nichts im Moment. Jeglicher Schaden minus 10%. Das haben wir gekriegt, weil wir das andere durchgespielt haben. Dann sollten wir das auch durchaus nutzen, finde ich. Was brauchst du denn? Du bräuchtest mehr SP, glaube ich. Du, mein Freund, bekommst mehr Angriff. Deine Sachen sind magisch, ne? Zwei magische Angriffe. Und im Moment ist Angriff und Intelligenz ungefähr gleich. Dann stock mal deine Verteidigung ein bisschen auf. Und dann kriegst du hier das, was übrig ist. Haben wir Accessoires? Cyberdetektivbrille. Ah, das ist aus dem ersten Teil das Headset. Die Goggles, meine ich.
Stehen die irgendwem? Nee, wie Maler ist okay. Bleib da. Da wollte ich hin. Okay, bei dir sehen die ziemlich geil aus. Bei dir auch. Wie Maler kriegt die Brille? Das sieht schon ganz cool aus. Wir brauchen dringend mehr als was. For obvious reasons. Hey du! Boah, ich bin voll in Schwung. Ich nehm's mit jedem auf. Show us what you've got. Alter. Was für eine geile Animation. Haben wir die schon mal gesehen im ersten Teil? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, mit den Goggles siehst du echt cool aus. Du haust so drauf, weil du bist nicht effektiv. Du hingegen, du bist sehr effektiv. Zu Asche verbrannt. Ganz knapp Level up. Wie sich immer in Luft auflösen, ne? Nein, ich konnte meine Nachricht nicht abrufen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Danke. Ruckel, ruckel, ruckel. Boah, ich bin voll in Schwung. Ich nehme es mit jedem auf. Das hat der letzte Typ schon gesagt. Aber ist okay. Ich wollte sagen, Agumon Gelb und Agumon Black, aber Agumon Gelb war schon tot. So viel dazu. Sehr cool, dann können wir auch... Ich könnte mal das Speicher abnutzen, bevor ich das wieder vergesse, ne? Speicher ab. Verteidigungsboost. Hey, du hast mir geholfen. So zu bleiben wäre auch okay gewesen, aber nimm das als Dank. Lilithmon. Medaille und ein Laufband. Für die Farm. Doppelhit. Oh, es sieht so gut aus mit den Goggles. Du da oben. Hast du ein Geheimnis? Puh, ich bin geschafft. Der Angriff auf Kulun wird lange andauern. Du solltest deine verletzten Digimon lieber heilen. Der Angriff auf Kulun? What? Wovon redest du? Gar, gar, gar. Sie wachsen langsam an in der Stärke, ne? Von den Evolutionsstufen her. Ich sag ja, bis zum Ende von dem Ding hier haben wir einen Greymon. Im gegnerischen Team. Gewitterwolke.
Stromschlag. Interessant, dass sie von jedem Typen einen ins Team genommen haben. Damit man hier nochmal die Typen lernen kann am Anfang. So, und bevor wir uns weiter nach Kowloon hineinwagen, um Mephisto aufzuspüren, bedanke ich mich erstmal für eure Zeit. Danke fürs Ansehen dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Bis dahin. Ciao.